Ciao, Spittatori, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge War Thunder, dem besten Spiel aller Zeiten. Heute wieder mit dabei der Seras. Servus. Und es geht weiter im normalen Let's Play mit den italienischen Panzern auf 3-3. Ja, ein paar von euch haben sich schon sehr darauf gefreut. Und ich beginne auch direkt mit dem P40, denn der Seras muss noch ein bisschen was an seinem Monitor rumspielen. Ich spiele gerne an Dingen rum. Gut, dann werde ich euch jetzt was erzählen, während er da rumspielt. Also, der Ansaldo P40 war ein italienischer schwerer Panzer im Zweiten Weltkrieg. Seine offizielle Bezeichnung war Carro Armato P 46. Das Carro Armato steht für Panzer oder gepanzertes Fahrzeug, das P für Pesante, was ungefähr schwer bedeutet, die 26 für das Gewicht und die 40 für das eine Jahr, in dem mit den Arbeiten begonnen wurde. Das Fahrzeug wurde von Mussolini selbst angefordert, aber sollte nicht schwerer als 20 Tonnen werden, denn das war die maximale Tragkraft von Pontonbrücken. Das ursprüngliche Design hatte auch nur eine 47mm Kanone und wurde schnell zu den Akten gelegt, zugunsten einer Idee für ein 26 Tonnen schweres Fahrzeug mit einer 75mm Kanone. Große Uneinigkeit herrschte auch noch bei den Motoren, denn die einen wollten Diesel, die anderen Benzin. Nach 3 Jahren Entwicklung konnte 1943 die ersten 5 von bestellten 1200 Panzern in Dienst gehen. Ein großes Problem war die Verfügbarkeit von Motoren, da niemand in Italien nie auf die Idee kam, Flugzeugmotoren für den Panzerbau zu verwenden. Die 5 gebauten Panzer, deren Panzerung noch 1943 total out of date war, gingen auch direkt in deutsche Hand. Bis 1945 baute Ansaldo noch 120 Panzer für die Wehrmacht. Die Bezeichnung war Panzerkampfwagen P40 737. Einige kämpften bei Anzio, 79 fehlten die Motoren und waren dann ortsfeste Feuereinheiten und die Reste gingen an die Ordnungspolizei. Premium Italien. In Italien stehen noch 2 alten Exemplare. Theoretisch kann man 3/4 des italienischen Baums aus dem Zweiten Weltkrieg als solchen Premium bringen. So. Also. Weil es nochmal ein eigener italienischer Premiumbaum im deutschen Baum. Irre. Und ich muss auch sagen, als ich ihn damals gespadet habe, das ist schon lange her, da war der P40 stärker, als er jetzt ist. Das war ein Monster, du konntest einfach voll rumjolohen. Ja, zuletzt, ich gehe links rein, fahre Richtung B. Das sind natürlich direkt 4-3. Gut, dass du dabei bist, ja, also zeig dein Glück mitgebracht. Der Fluch, er schlägt zurück. Ja. Wir hatten das ja auch mit Pulitzer gespielt, das Fahrzeug, als er seinen R3 erforscht hat. Und da war der total schwach im Gegensatz zu dem, was ich in Erinnerung hatte. Ja, komm, Puma, ich lass dich vorbei. Du bist schneller als ich. Aber er ist ein schönes Fahrzeug. Ja. Und halt für italienische Verhältnisse war halt ein schwerer Panzer für unsere oder halt für War Thunder. Ist es halt nur ein mittlerer. Was auch mehr Sinn macht. Gut, aber War Thunder hält sich nicht wirklich genau an die Klassifizierung, würde ich mal sagen. Okay. Ja, das war ja auch nur, wie gesagt, nur die italienische Klassifizierung. Ja, ja. M18. Müsste man ja sogar zum Beispiel den Panther als Heavy einstufen. Ne, M18, liked. Ja, sag ich ja. Der größte Problem ist halt, wie ich finde, wirklich die Heat. Ja, mit 78mm Pen bei der APHE bringt, gewinnst du halt keinen Blumentopf mehr. Nö, vor allem jetzt hier nicht auf 4-3. Also es geht. Du kannst natürlich fast alles noch in Weakspots durchschlagen, aber die durchschlagen dich halt auch locker. Du kannst auch mit deiner Geschwindigkeit einfach flanken gehen. Ja, toll. Oh, bist du durch die Rohre durchgekommen? Klar, ich bin ein schwerer Panzer. Der Spiegel 26. Hat sich letztens beschwert, dass er nicht durchgekommen ist. Mit leichten Fahrzeugen kriegst du doch echt Probleme. Oder mit Low-Tier-Fahrzeugen. Ja, ich glaube, mit M3 ist er doch nicht durchgekommen. Aber so stabil sehen die auch gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Augen auf die Karte. Oh. Ich glaube, deswegen bin ich hier lang gefahren, weil steht ja ganz hinten durch. Ach, ich hasse T-34er. Wie gut, dass ich 2 von diesen Dingern habe. Ja, das war der Leon Cello, das war der Premium. Den gibt es aktuell nicht mehr im Kauf. Letztes Jahr gab es ihn einmal kurz. Aber da war der schon nicht mehr gut, der P40, deswegen.
Also früher war er ein guter Premium, aber jetzt würde ich ihn eher als nicht als Must-Have einstufen. Da finde ich den Sahariano besser. Auch wenn er halt nur 2-3 ist. 2,7 jetzt, oder? Oder 2-7, ist er hochgesetzt Er ist oder hochgesetzt 2-7? worden. 2-7. Nicht unbedingt sein bestes Bet Rating, würde ich sagen. 2,3 war er absolut in Ordnung, Ich aber. fand ihn auch voll in Ordnung auf 2-3, ja. Ich weiß aber nicht, ob sie es vielleicht im letzten Moment wieder geändert haben. Können wir gleich gucken. Ja, also ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Gut, so oft fahre ich den nicht. Oh. Von wo Warte mal, war hat sich das? derselbe Typ. Okay, der war links von mir Hat außen durch. er diese sandfarben braun-rote Ja, Tarnung ja, gehabt? ja, ja, Er ist derselbe Typ. Wo stand der? ja. Der steht. Ich bin mir gerade nicht Du bist sicher. gerade abgekrackt. Okay. Stand halt ja, zwischen unseren drei, die natürlich da nichts gesehen oder gemacht haben. Fahre ich halt den Panzerjäger. Der ist eh cooler. Ja, leider ist er voll langsam. Es geht, so viel langsamer als der P40 ist jetzt auch nicht. Ja, aber der hat wenigstens einen Turm. Was ihm jetzt auch nicht so viel bringt. Ich bin Team Turm. Ich hoffe ja, dass wir auch wenigstens noch eine Runde bekommen, die nicht komplett abtießt. Vielleicht kann der P40 dann ein bisschen was zeigen. Vielleicht sollte ich da nicht mitspielen. Ich habe in letzter Zeit echt nur noch Abtiers. Aber Gaijin hat mal gesagt, jeder kriegt immer die gleiche Anzahl an Up-Tiers und Down-Tiers. Es gleicht sich alles aus. Ja. Wenn du 11-0 oder 11-3 spielst, kriegst du nur noch Down-Tiers. Es gleicht sich alles. Wie kann bitte hier vorne ein Fahrzeug von denen sein? Oh Gott, ey. War das der Guts? Der hat drei Ja. Leute von uns gekillt. Ja, und zwei Leute stehen hier und machen nichts. Die AFK oder was? Im Kopf bestimmt. Ah, das ist ja schon eine gute Anfangsrunde, ey. Hey, ich hab's immerhin mal zum Cap geschafft. Sehr gut. Hey, und jetzt kommt die feindliche Luftwaffe. Na, aber sie fällt direkt. Ah, gut, das war's für mich, ey. Gespawnt und tot. Sorry. Komm, spiel ich mit dir jetzt mein. Als ich alleine gespielt habe letzte Zeit, war mein Glück wieder da. Achso, du willst sagen, es ist alles meine Schuld. Ja, muss ich wohl leider sagen. That hurts. Mal gucken, vielleicht kann ich wenigstens noch ein Flugzeug abschießen. Dabei will ich für Werner doch eine gute Performance machen. Es bringt nichts, wenn ihr auf den schießt, wenn ihr da hinten rumfliegt. Guckt dir keine Flakguides. Echt mal so. Vor allem der schießt wirklich gefühlt 2 Kilometer hinter denen. So, ich habe den mit meiner Hauptkanone getroffen. Was kriege ich jetzt? Ist nicht. Fällt der runter? Ah doch, er fällt, ne? Oh, Killstealer! Da ist aber noch ein Flugzeug da oben. Ja, aber ein zweimotoriger Bomber noch irgendwo. Ne, ist eine Einmotorige, die da oben fliegt. Wo ist da oben? Müsste gleich so über B sein. Ah ja. Hey, ein Russe. Ich hole mir den jetzt mit meiner Hauptkanone, mit Ansage. Friss! Oh, das wäre so Und lustig. nicht geklappt. Ne, der ist auf dem Weg zu unserem Airspawn. So einer Gucken, ob ist die das. 100, die 109 den gesehen hat. Okay, sehr gut. Ich hatte ihn gesehen. Und noch ein Flugzeug über C. Augen auf den ausgewiesenen Sektor.
gerettet. SPD? Nee, es ist hier ein Japaner mit Pontons unter A6M5 oder so. Nö, hier bei mir ist eine SPD. Ach so. Gut, die habe ich nicht. Ah, okay, die ist tief reingeflogen, ne? Alter, Splieger, geh, hau ab. Ich mag keiner. Ja, ich komme mal ein bisschen näher. Ernsthaft, der will mich von da oben jetzt ganz schippen mit seinem Bomber. Okay, Abschlusshilfe für die A6. Also langsam geht mir die Munition aus. Hey, die Heat hat was gemacht. Aber es war auch die deutsche Heat. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die jetzt mal einen Punkt wieder bekommen. Aber C sieht schlecht aus, B verlieren wir auch. Na gut. Alter. Und schon wieder zwei Optiken haben gerade meine Heat gefressen. Einmal MG und dann zweimal die Optik. Ich darf echt nicht aus dem Spawn rausfahren, ey. Nee, lass es einfach. Nee, geht auch nicht mehr, ich komme nicht mehr rein. Ich bomb jetzt noch was weg und dann bin ich auch raus. Ja, die Runde ist definitiv bestimmt irgendwann zu 99% verloren. Aber das ist ein sehr schönes Flugzeug, was ich hier fliege. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ich habe die Quadriama im Deck. Ja, die schwarze Tarnung ist einfach legendary. Ja, stimmt, die ist cool, ja. Das ist halt eines der wenigen Flugzeuge mit wirklich einer tiefschwarzen Tarnung. Ich glaube, links von dir höre ich auch Motoren. Ja, links über dir kommt jetzt auf dich runter. Versucht sich hinter dich zu setzen. Wo? Hoch, jetzt ist jetzt vor dir, ist jetzt vor dir. Vor mir, wo? Also jetzt über dir, links von dir. Jetzt hinter dir. Ja, sehr schön. Das hast du jetzt davon, dass du mich anmuckst. Oh, die wird nur leider furchtbar schnell warm. Ja, ist ja generell das italienische Problem. Ernsthaft? Rechts von mir, die FPU, die ich angestellt habe, fliegt immer noch ein Flieger an. Das ist, glaube ich, nur die, die komische... im letzten Aufgaben-Event. Die ist, glaube ich, die einzige italienische Jäger auf dem Battle Rating, der nicht heiß wird. Weil der diesen Zusatz Nein. Kühler hat. Du bist ein Flak-Truck. Der ist offen. Und der ist tot. Da verdient. Ja gut, mein Motor ist leider auch raus. Okay, also ein Trade. Ja, aber vielleicht kriege ich noch einen M10 hier. War irgendwo noch... Okay. Ja, die war aber zwischen A und unserem Spawn. Hochziehen. Sanfte Landung. Easy. So, bin raus. Okay, schnell ins nächste Spiel.
Ladebildschirm des Grauens, darf ich bitte ins Menü? Oh, den hatte ich gerade auch. Ja, ich bin jetzt im Menü. Hey, was kriege ich hier? Backups für 5 verschiedene italienische Fahrzeuge, danke. Ist doch nett. So, ich rede noch kurz über die Contrarero. Der 1942 bestellte die italienische Armee selbstfahrende Flaks für die Kämpfe in Nordafrika. Da es schnell gehen musste, nahm man die Hülle des M1542 und gab ihr einen Turm mit 24 mm Kanonen. Im März 43 ging es bei einem Regiment in Rom in Dienst und wurde dann auch schnell von Deutschland übernommen. Und diese nutzten die M42 bis Kriegsende. Es gab auch noch Quellen zu einem Prototypen, der in Tunesien im Feld getestet wurde. Jetzt nächste Premium für Deutschland. Alles. Alles. Oh Gott, ich habe Minus gemacht sogar, ey. Was? Minus 1600. Krass, und das im Low-Tier. Ja. Daran sieht man, wenn eine Runde wirklich scheiße gelaufen ist. Ja. So eine Runde, da will man das Spiel eigentlich am liebsten direkt wieder beenden. Und alles ist meine Schuld. Ja, irgendjemand muss ich die Schuld geben. Okay. Und ich gebe sie mir nur selten selber. Ey, wir sind Top-Tier. Oh, stimmt. Das ist eine Kackkarte irgendwie. Ich glaube, ich nehme den. Ne, ich nehme den Panzerjäger und fahre da wie so. Was ist das? E-Linie oder sowas. Was nimmst du denn da? Auch die Heat, oder? Ja, ist ja leider die gleiche Warte, Kanone was? wie auf dem. E-Linie? Ja, runter hier, da wo die. Das Wendmühlen? Ich folge Wo dir einfach mal. Ich normalerweise supporte dich der Spawn einfach. auf dieser Seite ist. Die ganzen italienischen Fahrzeuge, ja, auch die coolen italienischen Fahrzeuge an deutsche Hand gehen. Stell mir das irgendwie gerade so vor. Sitzen der Deutsche und der Italiener sitzen an einem Tisch, trinken Grappa und essen eine Pizza. Die Italiener ganz aufgeregt: Hey, ich habe eine voll die coole Idee für ein neues Fahrzeug. Der Deutsche lehnt sich einfach vor, guckt ihm tief in die Augen und sagt: Bitte erzähl mir mehr. Und hinterher übernehmen sie es einfach. So wie fast jedes Fahrzeug aus jeder Nation. Ja, aber hier war es halt noch irgendwie was anderes. Es war ja im Endeffekt keine richtige Kriegsbeute. Die haben es einfach dann behalten. Den Franzosen war es ja, hey, wir haben es angeschossen, wir dürfen es behalten. Das wäre dieses Low-Tier-Fahrzeug. Ach ja, genau. Weil ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf dem Dev-Server waren die italienischen Reserve- und 1-0er-Panzer vertauscht. Der AB-41 und ein Ob anderer ich ihn oben Panzer, drin ehrlich nochmal beschießt? den ich gerade, ja, Ja. mach ruhig, den ich gerade nicht im Kopf habe, werden die neuen Reserve-Panzer bei Italien. Und die beiden Panzer, die jetzt Ita Reserve waren, waren auf dem Dev-Server auf 2-0. Also nur damit ihr euch nicht wundert nach dem Update. Cool Story, Bro. Italien hat neue Reservepanzer. Hast du ihn jetzt umgedreht? Nö, er hat nicht nochmal geschossen. Ich glaube, er hat's gehört. Kennen wir den? Nee, ne? So. Nö. Konsolenspieler, seit wann kennen wir Konsolenspieler? Naja, Andi. Das war auch ein Scherz. Ich überlege gerade weitere Namen. Dieser Sonderling. Ich weiß, wir haben noch welche auf dem Discord. Ja, ich meine, wir diskriminieren ja auch nicht wirklich. Wir machen nur Späßle. Es ist liebevoll gemeint. Und warte, Moment, da unten ist was. Es ist weggefahren. Menno, komm zurück. Es fährt immer weiter nach rechts, müsste gleich da hinten sein. Unser Team macht das schon, so wie letzte Runde auch. Ja, bestimmt. Aber Ist, glaube ich, ein da steht noch ein 10-Fünfer-Schaden hier rechts Sherman. von uns. Okay, der Sherman da kann nicht mehr schießen. Sehr schön. Boom! Manchmal will die Heat noch. Ja, manchmal muss sie. Geht ja nicht anders. Es ist das Gesetz des Durchschnitts.
Wenn du 90 mal Scheiße würfelst, 10 mal musst du gut, ne? Genau. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der nach dem Gesetz des Durchschnitts hat der Frauen angebaggert. Der hat 100 Frauen angebaggert und 10 waren, sind halt drauf eingegangen. Das ist doch irgendwie ein bisschen traurig. Und es war wirklich jede Frau, die uns irgendwie beim Weg gelaufen ist. Aber hey, 10 sind drauf eingegangen. Ja, nur darum, die 100 dann schnell voll zu bekommen, damit man die Negativen aussortieren kann. Hey. Bisschen verzweifelt, meinst du nicht? Weiß ich nicht. Das soll jeder für sich selbst beurteilen. Ich mochte ihn, war ein cooler Dude. Jojo, du. Ich habe meine Freundin nie nach ihrer Erfolgsquote bei Frauen ausgewählt. Ich sehe dich. Jetzt hat die Heat wieder voll versagt. Verdammt, ich sehe ihn nicht. Ist hier hinter dem Haus. Ah, okay, deswegen sehe ich ihn nicht. Ja, Lago. Er wurde lieber von vorne erschossen als von der Seite. Ich habe seinen Tank erwischt. Ist nicht mal angezündet worden. Das ist ja unfair. Da hat deutscher Panzer. Hat meine Heat nicht funktioniert. Meine auch nicht. Nee, so, die macht gar keinen Schaden, ne? Also, ja, das war gerade irgendwie komisch. Bobbelotz, hol ihn dir! Wie schlimmer ist, wir sollten mal nach A gucken und unser Team ist weg. Ja, I see. Abschlusshilfe. Bobbelotz hat ihn sich echt geholt. What the heck? Warte, ich glaube, hier steht ein M22. Ja, I see. Willst du zu A gucken, dann gucke ich dahin? Naja, ich fahr gerade kurz zu dem. Wir kommen jetzt hier raus. Okay, dann holst du ihn dir halt. Sorry. Spieler. Na, jetzt sollten wir mal nach A schauen. Jetzt können wir mal zeigen, was wir von Guard können. Und nicht nur brennen und sterben. Wir können noch coolere Sachen. Ach, schlimm, hier war eben alles, hier war eben so viel Blau drumherum. Ja, ist halt echt so, wo sind die alle? Hast du gerade was geschossen? Nee. Dann wurde von hinten mit MGs auf uns geschossen. Ja. Aber ich sehe nichts. Oh, vielleicht war es eine Flak aus deren Spawn. Bitte sei eine Flak aus deren Spawn. Hm. Wir haben doch nichts verbrochen. Die 10-5er-Schermen sind hier halt echt übel noch. Ja, kommt noch ein Flugzeug angeflogen. Ich glaube, es wird uns bomben, ja. Und voll verkacken. Ja, dafür kann ich jetzt nichts. Ist der Sherman noch da? Irgendwo hier, ja. Okay. Na, hinterm Zaun, da komme ich jetzt natürlich nicht dran. Sehr schön gemacht, Beaufort. Gute Landung. Perfekte Einführung. Oh ja, der fährt jetzt dort nach rechts, kommt also in deine Richtung. Ich kann ihn gleich in die Seite schießen. Oder so, sehr gut. Ja. Irgendjemand muss ja mit Bomben umgehen können. Ich glaube daran, dass du das schaffst. Ich komme mal mit der Regia. Ich bin schon umzingelt. Der fliegt mir zu viel rum vom Gegner. Muss mal ein bisschen Ausgleich schaffen. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. So. Der Typ, der am Anfang auf dich geballert hat und uns jetzt gerade überrascht hat, dass er den Panzer gekillt hat, ist nach seinem ersten Tod raus, obwohl er 2 Kills gemacht hat. Das steigert nicht gerade meine Meinung, muss ich sagen. Nee. Was ist da bei A drin? Soll ich es wegbomben? Das müsste eine Stuck sein. Ja oder nein? Na, warte. Ich glaube, die bekomme ich. Guck lieber mal zwischen A und unserem Spawn. Ich weiß nicht, wo unser Spawn ist. Na, da war noch ein M22 direkt rechts von mir.
Würde wahrscheinlich nicht treffen, aber. Nö. War zu spät. Hätte den Anflug nicht abbrechen dürfen. Hab keinen von denen erwischt. Okay. Ah, der M22 tat halt M22-Dinge, ist einfach ab, einfach rangesneakt. Und plötzlich war er neben mir. Oh Gott, ja, der wirft ja die Bombe so spät. Ah, ich vergesse das jedes Mal. Dass der irgendwie 10 Sekunden warte, bis er die Bombe wirft, gefühlt. Na, verdammt. Böse, gemeine Flak. Ja, es geht. Ja, kannst auf die Karte klicken, wie du willst. Die Runde ist verloren. Warum? Wir haben einfach kaum noch ein Team. Wir brauchen kein Team. Ah, doch. Ich würde aber dennoch gerne wissen, wo diese Stuck 3A ist, die in unseren Spawn schießen können. Vor allem fährt unser Team in die falsche Richtung. Oder zumindest das, was davon noch übrig ist. Ja. Ich würde mal sagen, sie steht irgendwo in die Richtung da oben. So, so würde ich es machen. Mit der A? Ist die Heatschleuder. Ja, aber. Doch, sie steht da oben vor der. Vor dieser. Geht jetzt. Ja. Ich habe ihre Gleiskette, aber sie ist nicht kaputt. Wie weit? Ich schieße auf 410 Meter oder so. Ja, vorbei. Ich habe mit 600 geschossen. Ich habe drüber geschossen dreimal. Das habe ich eben mit der Heat zweimal in die Munition geschossen und nicht ist explodiert. Sehr schön. Ist jetzt raus oder nicht? Na, sie wurde jetzt rausgebombt, ja. Nicht mal deutsche Heat hat funktioniert. Ich möchte übrigens mal anmerken hier, von wegen hier Seal Clubber und so. 70% des Gegnerteams sind über Level 50. Ah, sag mal, diese M16 geht mir so ein bisschen auf den Piss. Und ich woher das immer kommt mit dem Seal Clubben. Hast du gesehen, wo die M16 herschießt? Ich denke jetzt irgendwo zwischen unseren beiden Spawns. Also vielleicht irgendwo aus der Gegend da hinten oder so. Sehr schön. Ja, aber die M16 macht mich jetzt fertig. Die Flak ist zu gut. Also dann muss... Anstatt dass die auf Flieger geht, soll unsere andere Flieger mal die M16 anfliegen. Der steht hier, by the way. Okay. Ja, ich habe nur noch einen Motor. Kann ich vergessen mit der Ente. Ja, die fliegt ja schon kaum mit zwei Motoren. Komm schon, ich bin fast da. Ich krieg fast noch ein Kettenglied in A. Also, unser Team hat sich hier überhaupt nicht irgendwie mit rumbekleckert.
Die haben sich auch überhaupt nicht um A gekümmert, außer die, die dann am Anfang da waren, gestorben sind. Den jetzt mal einen Befehl geben. Vielleicht sind es ja Bots und die hören auch Befehle. Hey, Hoffnung stirbt. Da kommt direkt eine Bombe an. Lass mich in Ruhe. Nein, du hast gar keine Bomben. Ach komm, ey! Ja, bin raus. Oh, wo kommt das denn jetzt her? Ach, von rechts. Komm, beweg dich. Vorne auf die Wanne. Nicht durchgekommen. Mach's gut. Ja. Das war meine Kanone. Steig aus, das bringt nichts. Wobei? Hey, da ja, ist der, da ist die scheiß Flak. Töte die Flak. Das ist alles, was ich will. Töte sie. Ah, sehr schön, befriedigend. Ist tot, aber der. Komm schon, beweg deinen. Dreh doch mal deinen Tom schneller. Das ist sogar noch mehr. Hä? Ist der Sherman kaputt? Ich glaube schon, ja. Komm, jetzt. Feuer! Achso, muss jetzt nachladen. Nein, ist schon wieder kaputt, die Kanone. Was ist denn jetzt hier los? Ist das ein Bug? Ich habe einen Bug. Ich kann nicht schießen. Ich habe ein Server-Issue. Ist mein Internet weg? Ich glaube, mein Internet ist weg. Weiß ich, der dich retten wollte, kommt seitlich nicht durch den Sherman durch. Ich glaube, mein Internet war gerade kurz weg. Oh, du hast mich nämlich nicht gehört, oder? Nee, ich habe dich nicht gehört. Na, ich hatte auch die Serververbindung verloren. Und bin jetzt halt im Hangar. Soll ich noch sagen, was passiert? Oder soll ich rauskommen? Ja, sag mal, was passiert. Also der Sherman ist jetzt tot. Da waren jetzt sogar zwei von uns, aber die lassen sich inkompetentmäßig jetzt von zwei anderen Gegnern. Das ist voll das Demolition Derby. Da stehen fünf Gegner zusammen im Spawn mit unseren zwei Leuten. Okay. Also ich raff überhaupt nicht, was hier abgeht und wie das abgeht. Naja, ich lese da mal noch alles über das letzte Fahrzeug vor, nämlich das Samovente da 7534. War einer der starken italienischen Kasematten, ja, Panzerjagd. Panzerjäger. Auf der Hülle des M42 wurde 1943 dieses Fahrzeug mit einer 75mm Kanone in Dienst gestellt. 141 wurden während des Kriegs gebaut, 60 vor der Kapitulation Italiens und 81 danach. Sie hatten auch bei der Verteidigung von Rom geholfen und sind danach in deutsche Kontrolle gegangen, welche sie dann noch in Norditalien und im Balkan einsetzten. Wir haben verloren. War sehr knapp. Mit der Wurzel in Ort habe ich. Okay, ist auch noch gar nicht angezeigt. Naja. Kommt eine Runde noch. Wir haben mit irgendwie 0 zu 100 irgendwas Tickets verloren. Gefühlt. Echt? Also. Ach verdammt, hätte ich bloß keinen. Das war noch ein Tick. Hätte ich bloß keinen Internetschluck auf gerade gehabt. Ja. Oh Gott. Und dann wieder 4-3. Ich hätte doch bei zwei Runden bleiben sollen. Mit was? Wohin? Ich versuch's mit dem P40 nach B von rechts aus. Roger. Du hast rote Arschbacken. Leider sitzen die beiden Kisten hinten drauf nicht mittig. Verdammt, Trigger-Alarm. Das wusstest du, das ist dir auch noch nie aufgefallen. auch dieses extra Kettenrad da. Nee, so Extras an der Hülle sind mir egal, solange die Hülle symmetrisch ist. Also mich triggert das schon ein bisschen. Ja, das heißt ja nur, dass die Panzerbesatzung inkompetent ist und die Dinger komisch aufgehängt hat. Die Bauer des Fahrzeugs sind in Ordnung. Was macht ihr, ne?
Arti dahin, wo sie immer da zu unserem Spawn-Dreck fahren können. Aber jetzt fährt er uns darüber. Wahrscheinlich töte ich den jetzt. Du Teamkiller, du. Ja. Was fahren wir eigentlich? Okay, gegen die coolen Jungs auf 4-3. Gott, ich habe gedacht, ich habe gerade einen Hubschrauber gesehen. Ich würde gerne einen Hubschrauber sehen, den kann ich nämlich töten. Aha, okay, da ist ein Cromwell. Ich habe noch nie was mit dem Dach-MG von getötet. So ein Hubschrauber wäre doch mal nett. Ja. Wahrscheinlich könnte ich ihn nicht mal töten, wenn er vor mir steht. Verdammt! Ha! Bounce! Deine Kanone. Kann auch eh nicht rückwärts fahren. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber das Ding hat keinen Rückwärtsgang. Ist jetzt hier. Sehr schön. Fratz, Fratz, der echt rückwärts der kann doch. Der kann doch. Hinter uns ist eine Flak. Was, wo? Ja, okay. Also, ich weiß auch nicht, was seine Idee da war mit dem Rückwärtsfahren. Aber weißt du, der fährt jetzt halt direkt zu unserem Spawn, anstatt irgendwas Sinnvolles zu machen. Ja. Wenn unser Team jetzt nicht. Der hat nicht Team angeguckt. Jetzt nicht komplett. Nee, die Flock ist raus, okay. Gott sei Dank. Gut, aber der P40 ist jetzt auch nicht für seinen Rückwärtsgang bekannt. Ernsthaft. Ernsthaft. Das ist direkt das als Rache-Kill. Das war doch der, den ich gerade gekillt habe, oder? Die Nation passt auf jeden Fall, ja. Ja, war er direkt. Alter Falter. Ganz vergessen, wie nah man hier spawnt mit dem Flieger. 2 Kilometer. Du bist halt instant da. Wo ist die IL-2? Siehst du was? Nee, sehe grad nichts. Sehr schön. Ach, Heat, kannst du vielleicht irgendwann mal funktionieren? Nein, danke. Okay, tschö. Du, mich, ich, dich. Geh ich da wieder in den Panzerjäger. Der ist eh viel cooler. Als was? Ist der coole Daniel, ja? Ist der coole Daniel, ja. Wäre hier doch bloß noch cool. Ach, damals. Damals war alles besser. Für italienische Low-Tier-Panzer schon, ja? Ja. Also, ich weiß nicht, ich finde schon, die wurden ziemlich kaputt gemacht, ja, durch diese Änderung. Klar, es kann funktionieren, wenn das Spiel es will, aber in den meisten Fällen ist es halt nicht so. Ich kümmere mich um die Lufthoheit. Ja, schießt sie am besten alle ab. Ja, das ist jetzt schon der dritte. Ich fliege halt tief und die achten da überhaupt nicht drauf. Tu ihnen richtig weh. Tu ich. Und das ist nur die Schuld von dem einen, der mich unbedingt kills, die hier Revenge killen musste. Wollen doch wenigstens eine Runde heute gewinnen. Eine Runde für Italien. Auf
Okay, die 34er tue ich von oben nicht killen mit dem Ding. Haben die irgendwas Offenes oder eine Flak oder sonst was auf dem Schlachtfeld? Siehst du was? Nee, ist gerade nichts. Nichts markiert oder so. Okay. Der Typ, den ich gekillt hat, ist aber noch drin. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, er steht hier als KV-2. Ich glaube, das wäre von oben auch nicht so leicht. Nö, aber ich kann ihn markieren. Wäh! Flieger! Flieger! Na, ach, verdammt! Hätte mich mal jemand warnen können? Weiß ich nicht. Okay, wir zeigen den nächsten Flieger. In der Schützenansicht. Dupdi-dupdi-du. Komm, dreh dich. Ach, wie ich Flak mit Spawn Protection liebe. Das ist mittlerweile echt mein größter Hass. Flak, die 5-6 Flieger runterholt und immer noch Spawn Protection hat. Weil die sich halt nicht bewegt, ne? Ja, doch, der hat sich bewegt. Aber er hat trotzdem noch Spawn Protection. Es ist nicht so, dass solange der nicht fährt. Ich hab grad den KV-2 gesehen. Vielleicht kann ich ihm ja. Kann ich ihn ja ärgern. Ich brauche nur den High Ground. Oder zumindest einen Ground, der hoch genug ist, dass ich da rüber gucken kann. Mildly High Ground. Oh nein, das war ich zu langsam. Schade. Alter, dieses Ding hier ist so untermotorisiert. Dann fahr ich halt den A-Punkt holen. Nicht den G-Punkt. Gibt's den nicht auf der Karte. Diese Karte hat sowas nicht. Die ist zu uncool dafür. Fair enough. Nur coole Karten haben sowas, aber deswegen haben wir es halt auch nicht in War Thunder. Also, ne? So. Und hier kann man jetzt wieder sehen, oder? Doch, nee? Okay, tut mir leid, ich wollte gerade dem Panzer 4 Unrecht tun. Er ist doch schlauer, als ich dachte. Ich dachte erst, er stellt sich jetzt in die gleiche Richtung wie ich und guckt in die gleiche Richtung. Au. Alter, wirklich? Ach, das war nicht echt. Okay, ich mach Warfunder gleich echt wieder aus. Das wurde echt von der Arti gekillt. Alter, der Typ hat uns beide simultan gekillt, quasi. Gut, dass heute kein Streamtag bei mir ist. Du weißt aber, dass ich dich jetzt auch noch für eine Folge verhafte. Ja, wenn ich bei dir nicht gut aussehe, ist mir das egal. War ja in der Ferdi-Folge auch so, da hab ich auch nur zweimal gespawnt, hab den Rest der Folge dann zugeguckt. Oh, und keiner hat F reingeschrieben. Weißt du, für David, ja. FFFFF, für dich nix. Ja, für mich, da wollen sie, die wollen mich leiden sehen. Leute, was habt ihr gegen ihn? Geht ihr sofort zur Ferdinand oder Elefant-Folge und schreibt F in die Kommentare. Schreibt das F unser, ey. Danach betet den Jaquiskranz. Okay. Jetzt mache ich meine eigene Religion auf. Eine Religion voller Nacktheit und Lust. Wo kann ich unterschreiben? Willst du selber Priester werden? Was darf ich? Nicht hier, nicht hier. Erst Folge beenden. Naja, okay. Mache ich noch ein paar abschließende Worte zu dem italienischen 3-3er-Deck.
Ich kenne es noch, also ungefähr 2 Jahre her, dass ich die Panzer gespadet habe. Und ich kannte es halt damals. Ich bin durch die durchgerusht, durch die Module. Es war halt wirklich sehr gut, sehr einfach zu spielen. Aber durch die Jahre ist halt die Heat immer schwächer geworden und dadurch haben halt auch diese italienischen Panzer jetzt keinen guten, oder hinterlassen keinen guten Eindruck mehr, wie ich finde. Ja, du warst mit dem P40 gefühlt früher immer ständig Top-Tier, hast links und rechts Sachen gebounced und mit der Heat Sachen gewone-shottet. Das gibt's Ja, nicht mehr. du hast halt wirklich dich wie ein Heavy verhalten. Oder zumindest hatte deine Panzerung noch irgendwann, war noch irgendwas wert, aber es ist halt vorbei, die Heat. Wäre die Heat wenigstens in Ordnung, könnte man damit noch arbeiten, aber dadurch, dass man ja auch durch die Heat in den meisten Fällen im Stich gelassen wird, klappt das halt nicht mehr so. Naja, es kommen noch andere italienische Panzer, die werden mehr Spaß machen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet zumindest Spaß. Ihr braucht jetzt keine Fs Doch. reinschreiben. Denn ihr wollt mich ja leiden sehen. Also, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao.